Hallöchen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video des Adventszaubers. Ich stelle euch heute vor, wie ihr diese, ja, handelsüblichen Tafelkerzen bestempeln könnt, und wir zaubern auch noch eine hübsche Verpackung dafür. Also bleibt gespannt. Zum Kerzenbestempeln, ihr seht das schon an dieser Kerze. Hier habe ich ein Stempelset verwendet, was mir sehr, sehr gut gefällt, mit kleinen Weihnachtssprüchen. Das ist hier unser Weihnachtsmix. Und da hat man so allerhand drin. Diesen hier habe ich für diese Kerze benutzt. Frohe Weihnachten und viel Glück im neuen Jahr. Ihr habt hier aber sowas drin wie schöne Weihnachten, frohe Feiertage, fröhliche Weihnachten, Weihnachtspost, ein gesegnetes Weihnachtsfest, was Geschwungenes und ganz, ganz viele kleine Sprüche. Ihr seht das, die sind echt nicht groß. Und das eignet sich perfekt für diese Kerzen. Ich habe mir jetzt hier schon montiert Freude im Advent. Und dazu passend habe ich mir das Stempelset aus dem aktuellen Mini-Katalog geschnappt, herzerwärmend. Denn ich finde, diese kleinen Symbole eignen sich perfekt. Hier habe ich zum Beispiel den Stern benutzt und ihn direkt mit aufgestempelt. Und bei der zweiten Kerze möchte ich diesen kleinen Tannenbaum hier verwenden. Ja, wie bestempelt man eine Kerze? Vielleicht habt ihr es ja auch noch nicht gesehen oder fangt gerade erst damit an, so wie ich. Ihr braucht ein Stückchen Seidenpapier. Und in dem aktuellen Paper Pumpkin Set war zum Glück Seidenpapier dabei. Selbst wenn ihr kein Seidenpapier habt, könnt ihr auch weiße Servietten nehmen, bestempelt die und pult euch dann eine Schicht von dieser Serviette ab. Dann habt ihr auch so was Dünnes. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch mit Teebeuteln geht. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Ich habe jetzt hier so ein ganz, ganz dünnes Seidenpapier. So, dann möchte ich gerne noch eine Unterlage haben zum Stempeln. Ich nehme jetzt einfach mal hier dieses Chipboard. Das lag hier gerade so rum. Wichtig ist, dass wir mit der Stays-on-Tinte stempeln, denn die ist wasserfest. Dann verwischt uns da auch nichts. Und ich fange an, mir den Spruch erstmal zu stempeln. Ob das was wird. Ja, perfekt. Und dann möchte ich auch bei dieser Kerze links und rechts diese Tannenbäumchen haben. Also schnappe ich mir den kleinen Tannenbaum. Muss das mal eben so zu mir ziehen. Huch. Nee, der ist mir jetzt nichts geworden, aber das ist nicht schlimm. Ich stempel mir die Tannenbäumchen einfach hier daneben nochmal auf. Bis mir das halt gefällt. Ich brauche zwei Stück. So. Dann mache ich meinen Stempel auch schnell mal sauber, denn das mit der Stays-on-Tinte ist ja, da muss man schnell sein, damit man die Stempel dann auch einigermaßen wieder sauber bekommt. Am besten ihr verwendet auch den speziellen Stays-on-Reiniger, aber hier in der Schrubbkiste geht das eigentlich ganz gut. So. Gut, dann wollte ich euch zeigen, das Ganze kann man auch so ein bisschen farbig gestalten. Man braucht nicht einfach immer nur in Schwarz. Deswegen werden wir unsere Tannenbäumchen auch kolorieren. Und dazu nehme ich mir hier die Stampin' Blends in Waldmoos. Da ist einmal dunkel und hell. Mal gucken, ob wir es auch schaffen, das Ganze zu
schattieren, aber ich koloriere jetzt erstmal mit der helleren Farbe das komplette Bäumchen. Die sind ja auch auf Alkoholbasis. Deswegen achtet darauf, dass ihr wirklich Alkoholmarker dann jetzt zum Kolorieren nimmt und nicht mit Wasserfarben oder so, weil das würde euch verschmieren. So, dann kriegen meine Bäumchen hier noch Schatten mit der dunkleren Farbe. So, dann können wir hier mit der helleren über den Übergang noch mal gehen. Wunderbar. Jetzt müssen wir das Ganze ganz filigran ausschneiden. Also dieses misslungene Tannenbäumchen kommt jetzt weg. Und ihr seht, ne, das ist wie eine Fahne im Wind, weil das halt so ein dünnes Papier ist. Aber das schaffen wir. Und wir schneiden das Ganze am besten so nah am Rand wie möglich aus. Also ihr müsst das jetzt nicht halt so, ne? Ihr müsst jetzt nicht ganz genau an der schwarzen Linie ausschneiden, aber ihr solltet schon nah dran sein. Ich merke gerade, den Baumstamm haben wir irgendwie gar nicht koloriert. Vielleicht justiere ich da jetzt gleich nochmal nach. So, noch der Spruch. Das ist schon so ein bisschen lustig, weil die Schere, die ist halt so super scharf. Deswegen muss man dann jetzt hier bei diesem ganz dünnen Papier aufpassen, dass die nicht aus Versehen zu weit schneidet. So. Backpapier werdet ihr noch brauchen, ein Stück, zeige ich euch gleich aber. Ich würde mich übrigens freuen, wenn ihr das noch nicht getan habt, dass ihr meinen Kanal abonniert. Ich zeige hier natürlich auch außer dieser Videoreihe viele Bastelinspirationen. So, braun hatten wir gesagt. Da nehme ich jetzt den Stift in Bronze. Und koloriere hier noch mal eben schnell den Baumstamm. So. Jetzt schnappen wir uns unsere Kerze. Und natürlich wollen wir den Spruch einigermaßen gerade hier drauf bekommen. So. Freude im Advent. Und jetzt nehme ich mir das Backpapier, wenn ich nicht so stark atmen am besten. Lege das drüber und ziehe mir das hier so fest. Dann seht ihr das eigentlich ganz gut durch und könnt so dann noch mal kontrollieren, ob euch das gerade genug ist. Und jetzt kommt der Heißluftföhn zum Einsatz und ihr seht das durch. Das fängt an, glänzender zu werden, wenn das eingeschmolzen ist. Beziehungsweise schaut das noch mal ein bisschen besser durch das Backpapier, durch die Schrift. Also das seht ihr einfach. Einfach ausprobieren, ihr werdet das sehen, wenn das fertig eingeschmolzen ist. Passt auf eure Fingerchen auf. Das wird schon gut heiß. So, dann können wir das abziehen und dann ist das eigentlich auch schon fertig eingeschmolzen. Na?
Dann platzieren wir uns die Tannenbäumchen. Obwohl ich gerade überlege, ob ich die nicht so hochkant hier drauf haben möchte. Könnte auch gut aussehen. Obwohl mich das stört, dass die Schrift jetzt so ist und die Bäumchen andersrum. Was mache ich denn jetzt? Nö, ich mache es trotzdem so rum. Irgendwie hat das was. So, das eine Bäumchen schnell fixieren. Und das geht auch super schnell, ne? Also einfach kurz den Heißluftföhn hier dran halten. Dann merkt ihr auch so ein bisschen, dass das Backpapier, ja, das fängt so leicht an zu schwitzen irgendwie. Also nicht zu lange damit aufhalten und zack ist das eingeschmolzen. Und dann noch das zweite Bäumchen. Hier unten hin. Und dann könnt ihr mit den Fingern halt vorsichtig drüber fühlen, ob das auch tatsächlich eingeschmolzen ist, aber das geht rucki zucki. Das klappt super, super gut. Ja, und dann haben wir hier diese zwei Kerzen schon mal gestaltet und werden die jetzt verpacken. So, ich habe jetzt hier ein Stückchen in Vanille pur. Das misst 23 cm mal 8,3 cm. Das ist das Unterteil unserer Box und das werde ich mir jetzt hier einmal rundherum bei 2 cm falzen. Auf allen vier Seiten. So, merken Unterteil, weil das Oberteil nicht so stark abweicht. Und das werden wir ebenfalls auf allen vier Seiten bei 2 cm falzen. Genau, das ist das Oberteil. In diesem Oberteil möchte ich gerne hinterher noch ein Fensterchen ausstanzen. Und dazu werde ich wahrscheinlich die bestickten Rechtecke nehmen. Lasst mich mal schauen, wo die jetzt gerade sind. Da habe ich mir gedacht, hier ist so ein schmales, dünnes. Ob das hier reinpassen wird? Ja, perfekt. Und das werde ich einfach mittig reinsetzen und nur dieses eine kleine schmale Fensterchen hier reinstanzen. Obwohl es mir auch gefallen würde, sehe ich gerade, wenn das hier oben relativ weit oben ist, damit wir hier noch ein bisschen mehr ausdekorieren können. Okay, merken wir uns einfach dieses Teilchen. Und wir nehmen uns jetzt aber Designpapier, denn wir brauchen ein Designpapierstück zur Zierde natürlich, für obendrauf.
Und da habe ich mir jetzt das Designpapier aus der Reihe Festtagsglanz genommen. In 4 cm breit. Dieses Papier ist hier ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, aber da das ausgestanzt wird, verabschiedet sich der Knick hier hoffentlich gleich. Also 4 mal 18,5 cm und das dürfte dann perfekt hier oben drauf passen. So, das Designpapier hatte ich dann jetzt hier aufgeklebt. Wie gesagt, 4 cm mal 18,5 cm. Habe mir das Fensterchen hier auch schon durchgestanzt. Rausfällt dann das und das könnt ihr ja für ein anderes Projekt dann auch noch benutzen. Also das würde ich jetzt zum Beispiel nicht wegschmeißen. Und ich habe jetzt die Rückseite von diesem Designpapier genommen in der gleichen Größe, 4 mal 18,5 und habe das in die Innenseite dieser unteren Box hier reingeklebt. Ja, und das Ganze wird jetzt einfach so eingeschnitten wie jede andere Box auch. Einfach hier an der ersten und an der zweiten Falzlinie reinschneiden bis zu der Kreuzung und links und rechts anschrägen, damit wir das besser zusammenkleben können. Andere Seite genauso. Und ob ihr das jetzt so macht wie ich hier, alles auf der schmalen Seite oder ob ihr das im Uhrzeigersinn macht, eure Klebelaschen, das ist völlig egal. Bei der oberen Box das gleiche. Also entspannt euch das Basteln auch so. Ich kann dabei so gut abschalten. Auch jetzt, gar wenn ich ein Video drehe, meine Gedanken, die schweifen dann immer ab. Ja. Ist schon ein tolles Hobby, was wir hier alle teilen. So, dann mache ich immer Folgendes: vom Designpapier diese Folien, die hebe ich mir auch auf und die klebe ich jetzt hier bei diesem Guckloch hinten, ja, klebe ich mir das so entgegen. Und zwar nehme ich dazu Abreißklebeband und mache das jetzt aber nur hier ganz nah an die schmalen Kanten dran. So. Und da ich hier nicht so viel Platz habe und jetzt kein schmaleres Abreißklebeband zur Hand, kommt da einfach ein bisschen Tombow hin. Aber wirklich nur minimal. Ist auch nicht schlimm, wenn das nicht super gut klebt, denn da kommt ja nicht irgendwie, das ist ja keine Schüttelkarte. Und das hält dann auch so. Kann ja nichts rausfallen. Die Kerzen werden schlechter durchpassen. So, dann einfach auf Spannung das Ganze hier dran kleben. Und schon haben wir ein super schönes Guckloch. Dann bauen wir mal zusammen. Die untere Box habe ich schon mal zusammengeklebt. Eigentlich wollte ich es wegschneiden, weil ich denke, wir wissen alle, wie wir zusammenkleben. Aber dann ist mir eingefallen, okay, hier bei dieser oberen
Weil in dem Oberteil habe ich jetzt diese 1/2 Inch-Stanze genommen, habe hier noch links und rechts so einen Eingriff reingestanzt. Das ist optional, das müsst ihr nicht unbedingt machen. Und ich mache das gerne so, um hundertprozentig sicher zu gehen, dass das auch hier ja drüber passt, klebe ich das quasi zusammen, wenn ich das schon über die untere Box gestülpt habe. Also ich lege mir das so drauf, wie das halt sein soll. Und jetzt packe ich mir hier den Flüssigkleber drauf. Und so passt mein Deckel auf jeden Fall drauf. Ne, weil das ist ja immer der aufregendste Moment bei so einer Box. Passt mein Deckel. Und so passt der aber. So. Seht ihr, was ich meine? Den kann man dann nämlich so justieren, dass der halt sich hier perfekt drum legt. So. Ja, und auf der anderen Seite könnt ihr das genauso machen. Einfach hier dran drücken. So, perfekt. Dann haben wir hier unser Guckloch. Man sieht, dass die Kerzen hier an der Seite bestempelt sind. Kann das abheben und da sind sie, unsere zwei Kerzen. Ich finde, das ist eine super schöne und persönliche Geschenkidee. Gefällt mir richtig gut. Und ich hoffe, dass diejenigen, die das von mir geschenkt bekommen, sich auch darüber freuen. Ich habe mir jetzt hier das Stempelset Festtagsglanz gegriffen. Und möchte hier auf jeden Fall Weihnachtskugeln haben. Und suche mir dann hier auf jeden Fall auch noch einen Spruch. Frohe Weihnachten und guten Wünschen fürs neue Jahr. Das passt nicht. Grüße zum Fest, geschmückt mit viel Liebe. Vielleicht sollten wir die so rumnehmen. Dann würde der Spruch hier super drauf passen. Ja, mal gucken, was für ein Etikett ich dafür finde. Für diese Stempel habe ich mich entschieden, und zwar einmal dieses Ilex, den Spruch, wie gesagt, und diese kleine Weihnachtskugel hier. Den Spruch habe ich in Marineblau gestempelt, die Weihnachtskugel gleich dreimal in Pfauengrün. Und dieses Ilex-Blatt hier habe ich schon mal koloriert in Waldmoos und in Chili. Und habe das mit dem ganz normalen Memento-Stempelkissen aufgestempelt. Genau. Jetzt seht ihr hier die Stanzen, die zu diesem Stempelset gehören. Ich brauche jetzt diese hier für die kleine Weihnachtskugel und stanze mir das Ganze ganz bequem per Hand aus. Gucke, dass ich halt nur überall den selben Abstand hinbekomme. Ich mal hier kurz abschneiden. Jetzt komme ich da nicht dran. Drei Stück. Und als Rahmen für meinen Spruch habe ich mir überlegt, nehme ich diese Briefmarkenstanze hier. Und ihr seht schon, dieses Stückchen Papier, das ist zu klein. Und wenn mir das passiert, dann nehme ich immer hier so ein Post-it, klebe mir das Stück, was ich ausstanzen möchte, auf dem Post-it, habe dann quasi hier so eine Verlängerung und kann mir das dann hier perfekt positionieren. Ich denke, das sieht gut aus. So, ruckzuck geht das hier mit den Handstanzen.
Dann nehmen wir uns diese Klebefolie weg. Genau, dann, wie machen wir es jetzt? Den möchte ich gerne mit Dimensionals aufbringen. Wenn ich sie finde, die verstecken sich nämlich bei mir immer ganz gerne. Hier. Vier Stück. Und dann soll das hier hin. Genau, was machen wir mit dem Blatt? Setzen wir es hier oben drauf? Ich denke schon. Also mir gefällt das, wenn das Blatt hier oben drauf kommt. Deswegen setze ich mir jetzt genau hierhin ein Dimensional und klebe die Beere dann darüber. Perfekt. So. Gucken, ob das jetzt klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und zwar möchte ich so ja eine Dreierkombi machen. Dazu knicke ich mir jetzt diese kleine Weihnachtskugel in der Mitte einfach dieses Stanzteil mittig knicken. Und dann können wir die auch schon zusammenkleben. Einmal hier. Dann haben wir gleich sowas wie ein Fächer. Auf die andere Seite noch Kleber drauf. So, das meinte ich, ne? Dass das hier so hoch steht. Dann kann man sich damit halt überlegen, wo man das hier noch hinkleben möchte. Ich denke, ich mache das auch hier oben hin und werde dann hier noch eine kleine Schleife drapieren. Hier unten wäre es aber auch schön, oder? Ich muss mal durch die Kamera bei euch gucken. Nee, ich mache es da oben hin. Das gefällt mir besser. Also Tombow-Kleber drauf. Dann hier so drapieren. Und jetzt brauchen wir noch eine Schleife. Und dazu nehme ich mir hier meinen heißgeliebten Leinenfaden. Leg mir den hier drum, ziehe mir den zweimal um die Verpackung. So ist die dann auch direkt mal verschlossen. Und genau hier, wo die Weihnachtskugel halt aufhört, da setze ich mir das Schleifchen hin. Dann sieht das aus, als würde sie an der Schleife hängen. Fällt gerade ein, jetzt könnte man hier noch wunderbar mit der Schleife so eine kleine Glocke dranhängen. Also wenn ihr eine habt, wäre das noch eine Idee. Perfekt. Also mir gefällt diese Verpackung richtig, richtig gut. Ich freue mich schon, die zu verschenken. Ich hoffe, euch gefällt das mindestens genauso gut wie mir. So sieht es aus. Und wenn ihr Lust habt und das Produktpaket mit Designpapier ist es diesmal noch nicht habt, dann schaut gerne mal in der Infobox nach.
Dort findet ihr auf jeden Fall meinen Online-Shop. Dort findet ihr aber auch die nächsten folgenden Videos dieser Videoreihe. Also wenn ihr gespannt seid, wer morgen dran ist, für euch ein Video hochzuladen, schaut da unten gerne mal rein und wir freuen uns natürlich alle über euer Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao!